Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Stöpsel. Heute hier beim PC. Also, wir spielen VRC Pro. Und ja, heute möchte ich euch bei VRC Pro zeigen, wie wir ein Auto zusammen also herstellen. Wir erstellen heute mal einen Short Course 4WD. Ja, wir klicken dann hier mit der Maus einfach mal drauf. Auf, dann auf Select. Wählen hier Stock oder Modified aus. Wir machen mal Stock. So, am Anfang kannst du dir aussuchen, was du für ein Auto benutzen kannst. Also, ob du ein Auto von dem benutzen willst oder wie man hier sieht, das Blaue ist das, was die vorgeben. Oder das Schwarze, was du dir schon mal gemacht hast. Wir nehmen erstmal auf das Blaue, also auf das, was die gemacht haben. Dann lass mal das kurz erstmal laden. Und ja, wir sehen hier jetzt schon diesen Short Course, einen ASSO SC10 4WD Team Edition. Und ja, dann gehen wir auf dieses Auto drauf. Und ja, dann gehen wir hier, sind wir in den Einstellungen. Hier gehen wir links, steht Chassis. Da klicken wir einmal drauf. Haben wir hier Intercept, Asso, Kyosho, Serpentamir. Wenn wir hier weitergehen, gibt es hier noch X-Ray. Aber bei Offroad 1 zu 10 Short Course 4WD Stock gibt es nur Intercept und Associated, also Asso. Dann nehmen wir mal hier, dadurch, dass wir das eben schon hatten, nehmen wir mal hier den Asso. Ja. Auf OK. Nehmen wir den. Dann ja, gucken wir mal hier, was es hier so für Motoren gibt. Hier haben wir einen, also von denen einen 13,5er und 17,5 können wir dann Runde fahren. Wir fahren jetzt hier drinnen mal einen 13,5er. Da gibt es von den verschiedenen Herstellern, gibt es halt verschiedene hier von Ridi. Hier ist dann halt schwarz. Der ist dann mal rot. Der ist auch, der ist rot-silber. Kann man ausprobieren, ob die besser sind, aber weiß ich nicht. Mal gucken. Ich nehme hier so ein Ridi, und mit Ridi habe ich bisher immer eine gute Erfahrung gehabt. Auch in echt, dass die Motoren immer ganz gut waren. Ja, gucken wir hier, was Regler angeht. Haben wir wieder hier von den einen am Anfang immer. Haben wir LAP, Nosram, Novak, Speed und allen. Gelumpe haben wir für verschiedene Regler. Da ist eigentlich auch egal, was du für einen nimmst. Ja, du kannst mal, also man kann da auch vielleicht auch mal ausprobieren, was man da fürs Beste hält, dadurch, dass wir, also dass ich in echt, also in meinem Tourenwagen und Off oder so, fahre ich immer in den LAP-Regler. Und also drücken wir hier mal bei LAP auf OK. Ja, man sieht, dass die Sachen da schon drin sind. Das heißt, wir gucken jetzt mal, also Servos am Anfang schon immer drin, das machst du nicht rein, sondern das ist halt in dem Auto schon drin. Batterie haben wir hier verschiedene. Einmal von denen wieder zwei verschiedene zum Vorgeben. Es sind beides HV. Haben wir hier noch ein Ridi in Schwarz. Ja, kann man auch gucken, welcher besser ist. Wie gesagt, und mir gefällt jetzt hier der Ridi ganz gut. Der ist halt auch in Schwarz. Passt ganz gut zum Auto. Sieht man jetzt halt auch noch nicht so, dass der da drin ist. Ja. Gucken wir mal hier, was wir hier in Reifen fahren. Für Profil gibt. Ah, das sind die Felgen. Okay. Sorry.
Ja, gibt es hier von Proline und halt von denen gibt es da noch verschiedene. So hier. Ja, ganz gute Auswahl. Wir nehmen hier mal von Proline diese Felge. Mal auf OK. Ah, da sieht man nämlich schon hier, dass wir dann die Felgen drauf haben. Gehen wir mal hier aufs nächste Body zur Karo. Oh, hier. Von denen gibt es zwei Karos von ASO, welche von HPI und Proline. Ja, gucken wir mal hier. Nehmen wir dadurch, dass es ein ASO-Auto ist, nehmen wir mal die vom ASO. Gucken wir mal hier so durch, was uns da für Designs so gefallen. Ich hatte früher hatte ich immer so einen, so eine Karo lackiert. Dann nehmen wir mal die. Lassen wir auch so in den Farben. Aber da kommen wir gleich zu. Hier können wir noch mal gucken von bei den Reifen, was wir da für eine Härte fahren wollen. Dadurch, dass ich eigentlich nicht so ein Offroader bin, fahre aber auch ab und zu Offroader 1 zu 10 Tourenwagen 2WD. Das ist jetzt Shortcross 4WD, bin ich auch mal gefahren. Aber ja, gucken wir mal hier. Gibt es Medium Soft? Medium Soft, dann kannst du hier verschiedene, also einmal Medium Soft kannst du machen, die von den Einlagen her und welches Profil kannst du dann gucken. Wir nehmen jetzt mal das erste und ja, kann schon nicht so verkehrt sein. Ja, einmal Transponder haben wir nur einen und ja. Was wir am Transponder halt auch noch machen, ne? Also, wir haben jetzt hier unser Auto ist eigentlich so gut wie fertig. Hier oben können wir noch mal gucken bei Body, was wir da für eine Farbe haben wollen. Gibt es alle mögliche Sachen. Gefällt mir eigentlich persönlich in Gelb ganz gut, weil wie gesagt, so eine Karo hatte ich schon einmal und dann lassen wir das mal so. Haben wir hier, können wir gucken, hier, was wir dafür eigentlich nur so als Ziel, was wir halt da für Startnummer haben wollen. Aber wenn wir fahren, starten wir immer von 1. Von daher lassen wir die auch mal. Hier können wir nochmal die verschiedenen. Was ist das? Ja. Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Also kann man halt, sollte irgendwas noch sein. Das sollte eigentlich hier die von den Felgen sein, aber dadurch, dass wir von den die Proline genommen haben, da gibt es die nur in Schwarz. Und ja, lassen wir das so. Unser Auto ist fertig, aber du kannst jetzt noch so einzelne Sachen kannst du noch einstellen. Ich habe es schon mal ausprobiert im Offroad-Bereich. Das Einzige, was du merkst bei VRC Pro, sind wirklich hier diese Sachen. Aber was auch noch was bringt, wenn du eine andere Reifen fährst. Also eigentlich alles, was da jetzt so ist, das merkst du. Aber das andere, das merkst du nicht. Also ich habe schon mal so ein bisschen ausprobiert, aber ich habe da ehrlich gesagt keinen Unterschied gemerkt. Ja, wir sind jetzt fertig, möchten jetzt fahren. Dann drücken wir aber vorher hier nochmal und speichern einmal ein. Kannst du dein Auto benennen? Ich mache da jetzt mal beide hin, ne? Dann mal da drauf. Und ja, jetzt kannst du auf weggehen und bist wieder hier. Und dann kannst du auf der dementsprechenden Strecke, die du fahren willst, kannst du dir dann das aussuchen. Ja, bis gleich und ja,
dann werden wir mal eine Runde mit dem drehen.